Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Transport Fever Dreiflussland. Heute machen wir zwei Dinge und die eine Sache ist, dass wir uns um die Elektrifizierung des bestehenden Schienennetzes kümmern und das zweite ist, wir werden hier einen Güterbahnhof anschließen, der hier vorne endet. Und dann werden wir alten Kunststadt mit via Zug, wahrscheinlich werden wir ein Krokodil nehmen. Sich hier wenig aufdrücken. So, dann können wir nämlich die auch damit versorgen. Die haben einen relativ hohen Lebensmittelbedarf. Dann haben wir das zumindest auch schon mal für die Zukunft gelegt. Ja, genau. Das machen wir heute. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Im Grunde genommen können wir das Ganze sowieso die ganze Zeit laufen lassen. Sondern dann fangen wir erstmal mit Elektrifizierung an. Da haben wir es. Wir können auch Hochgeschwindigkeitsgleise bereits nutzen. Okay. Wir müssen nur jetzt gleich aufpassen. Okay, dann werden wir das vielleicht auch auf Hochgeschwindigkeitsgleise upgraden. Allerdings müssen wir darauf achten, dass die Museumslinie möglichst davon verschont bleibt, sage ich jetzt mal. So. Perfekt. So, dann haben wir das jetzt hier. Und dann geht es hier vorne rüber. So, perfekt. Dann können wir den Rest einfach nur upgraden. Machen wir erstmal die linke Seite. Schon mit dem Bahnhof ein bisschen was hier auch noch upgraden. Da war ja was. So, Bahnhof haben wir jetzt auch geupgradet. Und zack. Dann sind wir zumindest schon mal für die Zukunft geebnet, sage ich jetzt mal. Und vorbereitet. Da können wir auch nochmal elektrifizieren. Das wollte ich nicht. Ich wollte diese beiden Seiten nehmen. Aber dass jedes Mal wieder der eine Zug dazwischen kommt, die andere Linie. So, dann brauchen wir hier vorne einen Übergang. Den Übergang brauchen wir, genau. Die NoHab AA16 und der Mercedes-Benz 06600. So, dann haben wir jetzt gleich zwei Gleise hier. Elektrifiziert. Wunderbar, dann müssen wir das jetzt nur noch hier drüben machen. Hier war Straße, hier war noch Maschinenverkehr. Beidseitig, oh Gott. Das ist immer wieder diese kleinen Fitzel. So. Ja gut. Was ist hier los? Piraterie oder was? Die wollen Bretter liefern und hier sind wieder so ein Scheiß oder was?
Muss ich nicht verstehen, ne? Er hat nichts mitbekommen. Bekommt der jetzt was mit? Wahrscheinlich nicht, weil es keine Linienbenutzung hat. Ach man, das ist keine Linienbenutzung. Verstehe ich nicht. Immer wieder so ein Mist einbauen muss, ey. Zack. Von. Einmal ein. Benz. Kaufen. Linie zuweisen, Linie 2. Ja gut, dann werden wir das Ganze bald auch über Schienenverkehr machen, weil das scheint ja hier nicht zu wollen. Der Mist hier. So, weiter mit dem Flex Elektrifizierung. Bis dahin sind wir schon gekommen gewesen, ne? Jawohl. Erreiche einen Kontostand von 100 Millionen ohne Schulden. So, jetzt wird's wieder deaktiviert. Da einmal hin, da einmal hin. Dann hier die restliche Verbindung. Und dann haben wir das Ganze hier auch komplett alles hier elektrifiziert. Dann graden wir das mal auf schnelle Gleise ab. Da ist es ja fast irrelevant, ob wir da jetzt schnell rausfahren oder nicht schnell rausfahren. Von da belassen wir das einfach mal dabei. So, zack und zack. Wunderbar, dann haben wir den Kram auch schon. Moment, das sah jetzt gerade rot aus, weil ich hier drauf war, deswegen. Einfach mal sicherheitshalber, ne? Damit dann möglicherweise auch ein bisschen schneller rübergefahren werden kann. So, den ganzen Spaß machen wir jetzt hier auch nochmal mit. Können wir alles hier schön upgraden, beziehungsweise haben wir gleich die upgradete Strecke für den Güterzug. Oh Gott. Oh Gott. Diese Millimeterarbeit. Können wir in Zukunft auch hier elektrifizierte Fahrzeuge rüberjagen? Dann sind wir zumindest schon mal gerüstet für die Zukunft. Dann, dass wir irgendwann mal dahin kommen, das steht ja außer Frage. Ah, wunderbar. Dann, dann lass uns mal den Güterbahnhof platzieren. Die Frage, ja, Kopfbahnhof, Safe Coin.
platzieren wir den einfach mal hier. Okay, wir machen einfach schon mal direkt drei gleich. Ach Gott, drei. Was will denn der? Der will jetzt nach da noch erweitert werden. Okay, dann reißen wir den mal ab. Setzen nochmal den. Ups, da wollte ich hin, den neu. Machen den schon mal direkt auf dreigleisig. Oder viergleisig. Ja, machen wir nochmal viergleisig. So, zack. Okay, da passt, da werden schon eine Menge noch mit versorgt. Dann können wir da vielleicht noch mal eine Linie von absetzen. Ist jetzt die Frage, wir nehmen die linke Spur, würde ich sagen. Gleich. Oh, oh. Hundert Passagiere, nice. Läuft. Das gibt bestimmt gut Kohle. So, dann hier. Das bedarf einem Gleis. Wollte ich mal behaupten. Das Ganze vielleicht mal upgraden auf Hochgeschwindigkeit. 160 Meter? Das ist, ja, okay, dann bauen wir die 160 Meter auf alle Fälle safe aus. Die nutzen wir. Hochgeschwindigkeit, jawoll. Dann verbinden wir den ganzen Spaß. So, Elektrifizierung, ja. Hochgeschwindigkeit, ja. Ja gut, schön, dass das so uneben hier ist. Okay, die Brücke ist nur auf 200 ausgelegt. Dann nehmen wir doch die. Das machen wir doch Quatsch. So, dann sind wir hier schon mal auf dem Boden. So, weiter geht's. Batteriefreie Fahrt. Ich glaube, wir können gar nicht noch, wie viel Kohle wir bekommen haben. Falls es über schon so weit war. Er ist ja schon wieder auf dem Rücktor sehe ich gerade. Egal, Geld, was wir gegeben haben. So, jetzt müssen wir uns nach links schlängeln. Das ist halt nur 188 Kilometer pro Stunde. Gibt nur den Tunnel. Eine Million. Ach, wir haben ja das Geld. Das ist ja gar kein Problem. Bleiben wir lieber auf dem Boden der Tatsachen zurück. Und zack. Wo packen wir denn das Depot hin? Das Depot, würde ich schon fast sagen, packen wir einfach mal hier hin. Vielleicht sollten wir es einfach daneben legen. Damit wir in Zukunft da auch noch was anbinden können, ohne dass wir da irgendwie in Bedrängnis geraten. Auch in Zukunft hier anbinden. So, das muss ja auch nicht schön aussehen, das müssen wir nicht oft sehen, von daher ist das ja auch irrelevant, ob das jetzt super aussieht oder nicht.
Na, das kann dann schon mal hier in der Landschaft verschwinden. Das ist gar kein Problem. Ja. Dann müssen wir das noch natürlich selbstverständlich hier verbinden miteinander. So, hier natürlich auch. Und dann machen wir auch direkt eine neue Güterlinie. Die von... Hallo, da oben. Hier geht. Das war Güter, Lebensmittel, ach Gott, Altkunststadt, BRV 100, Gott, hier Schienen, Zug, selber. So, Zug. Stimmt, wir haben ja ein Fahrzeug noch bekommen. Das war ein Güterdings. Das ist also erstmal. Ach nee, wir müssen. Das ist nicht relevant. Wir brauchen da sowieso einen. Kaufen und den setzen wir auf die Horburg-Museumslinie. Genau, dann weiter im Text, dann beschäftigen wir uns, wir haben 160 Meter, die wir ausfahren können. Die Frage ist, nehmen wir jetzt ein Krokodil oder... Ich wollte ja erst ein Krokodil nehmen, aber der Krokodil ist ja mittlerweile echt zu langsam. Die Lizenzvariante der amerikanischen Standardlok der V-Reihe von General Motors, dann haben wir hier die BR, die schafft nur 90. Die schafft 125 aus einer Stunde. Nehmen wir mal die NoHab. Okay, zweigleisig wäre vielleicht auch noch ganz gut gewesen. So, jetzt Güterwaggons, die Lebensmittel transportieren können. Wunderbar, das soll nur Lebensmittel transportieren. Noch kein Lebensmittel, ne? Nee. Lebensmittel soll das transportieren und nur Lebensmittel, und das bauen wir dann jetzt. Wir können 120 fahren, wir können auch nur 120, perfekt. Dann rüsten wir das auf, bis wir auf 160 Meter sind. Jetzt haben wir 160 Meter erreicht, 112 passen. Hier rein, alten Kunststadt zu. Wunderbar. Ich bin mal gespannt, ob die direkt schon was haben, wo. Ne? Wo wir so beschäftigt sind. Aktuell noch 20 Kilometer pro Stunde. Okay, der sollte ja auch natürlich die ganze Strecke abfahren. Auf Höchstgeschwindigkeit abfahren können. Ah. War das nicht eine dieselelektrische? Bin ich jetzt blöd? Dass die NoHab ist, das weiß ich ja. Aber ich glaube, es war dieselelektrisch, kann das sein? Dieselelektrische, genau, perfekt. Jawohl. Hier wartet noch nichts, schade. Aber vielleicht gleich, wir werden es sehen. Versuchen wir Einheiten abzutransportieren. Ja, ich habe das Gefühl, wir sollten das mal hier erweitern. Was sind 11 rein? Ist 11 denn das höchste der Gefühle, was da reinpassen kann? An Güter. Jetzt wartet hier was. Alles klar. Ach, wir drehen einfach nicht. Ich will das einfach fahren. So,
Dann gucken wir nochmal, ob wir vielleicht hier vorne diesen kleinen Transportweg für die Viehversorgung hier 62 Sekunden. Eine Minute dauert das, da können wir vielleicht nochmal ein paar hin platzieren. Güter. 5. Kaufen wir mal so viele 4 Stück. Weisen wir zu. Getreidevieh-Horbruch. Schön, dass das Ganze hier auch so, jetzt so viele hier warten. Ne? Holy moly. Sogar für die Museumslinie warten, welche. Das ist sehr ungewöhnlich. Das muss ich zugeben, das ist ungewöhnlich. Hier warten jetzt 69, jetzt müssen wir schon bald auf 32 ausweiten. Jetzt haben wir hier eine von 37 Sekunden, da sind wir noch bei 7 Minuten, das ist alles halb so wild. Sollten wir vielleicht nochmal... So, hier Altenkunststadt. Das nochmal ändern zu dem hier. Genauso wie hier. Dass ich immer noch hier das nur habe. Ich meine, das ist ja so viel noch danach gekommen. Das ist ja schon krass, dass das noch so ist. Wir kennen es Krystro, dasselbe Prinzip. Niederbrunn, genau, Mittelbrunn. Niederhilbersheim. Sich nicht die eine Museumslinie. Auch Museumslinie. So sehe ich die jetzt hier nicht. Hoch L1. Egal. Wir waren bei Steinwänden gelangt, glaube ich. Setzen wir das Ganze nochmal fix und dann sollte das auch getan haben für diese Folge. In der nächsten Folge würde ich sagen, kümmern wir uns dann um den Ausbau des, also dass wir halt wo ist denn jetzt der Zug hin? Hä? Alle hinten. In der nächsten Folge würde ich mal sagen, setzen wir uns daran, dass wir hier Güterzüge drauf fahren lassen. Ach, Güterzüge sehe ich schon. Die Reihe 1042. Ups, die Reihe 1042 und der Hawaiian Komet 4B. Dass wir halt hier Personenzüge mit Güterverkehr hier rumfahren lassen. Na, hier warten eine Menge. So viele passen hier gar nicht rein. Die wollen auch alle nach Altenkunst. Nee, ja, doch, ja. Dann müssen wir nämlich langsam handeln. Deswegen werden wir in der nächsten Folge uns darum kümmern, dass hier ein bisschen mehr Verkehr passiert. Ich will hier auf Altenkunst draufdrücken. Das heißt, es ist eine gute Versorgung. Perfekt. Der Güterbedarf ist gedeckt. Dadurch sollte die Stadt auch ein bisschen mehr steigen. Damit bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ich sehe euch dann im nächsten Video wieder. Macht's gut!